Einen Fahrplan in drei Phasen für den grünen Pass stellt die Regierungsspitze vor dem heutigen Ministerrat vor. Ingrid Turner, was sind denn da die wichtigsten Eckpunkte? Ja, es geht um drei Daten. Es geht um den 19. Mai, den viel zitierten Öffnungstag in Österreich. Da wird geimpft, getestet, genesen, sozusagen gleichgesetzt beim Zutritt ins Restaurant, ins Fitnessstudio und, und. Es geht um den 4. Juni. Da wird in Österreich dieser grüne QR-Code gelauncht, der dann später integriert werden soll in eine europäische Lösung. Das heißt, es gibt dann schon eine digitale Lösung für dieses Green Certificate, wie es in Europa heißen soll, mit dem man sich Zutritt verschaffen kann und mit dem man diese neuen Freiheiten sozusagen in Anspruch nehmen kann. Das wird es auch in analoger Form geben und verknüpft mit der E-Card. Und das nächste Datum, das ist dann Anfang Juli, da soll dieses Green Certificate dann europaweit integriert sein und damit auch das Reisen in Europa wieder ein Stück weit möglich machen. Mal sehen, ob dieser Fahrplan so hält, wie ihn sich die österreichische Regierung vornimmt. In Tirol hat sich einiges getan. Dazu wird sich der Landeshauptmann Günther Platter gleich äußern. Wir werden das dann live zeigen. Vorher noch eine andere Frage, Ingrid Turner. Die Lieferung von Sputnik V ist wieder vom Tisch. Zwischen den Zeilen gibt der Kanzler der Europäischen Arzneimittelagentur die Schuld dafür, weil die sich bei der Überprüfung von Impfstoffen zu viel Zeit lassen würde. Aber ist das berechtigt oder lenkt er damit davon ab, dass er selbst sich bei dem Vorstoß, diesen Impfstoff anschaffen zu wollen, verkalkuliert hat? Naja, wenn man die Zeitreihe sich nach wieder in Erinnerung ruft, muss man sagen, in einer Zeit großer Impfstoffknappheit im März hat Kanzler Kurz gesagt, holen wir uns doch den Sputnik-Impfstoff. Da war dann noch davon die Rede, man könnte ihn wie andere Länder in Europa, auch Ungarn zum Beispiel, mit einer nationalen Notzulassung einfach dann verimpfen. Dann ist Rudolf Anschober zurückgetreten und es kam Wolfgang Mückstein und der hat mehr oder weniger in seiner Antrittspressekonferenz schon gesagt, also ohne europäische Zulassung wird es ganz sicher in Österreich kein Verimpfen von Sputnik V geben. Darauf hat man sich eben in der Regierung verständigt. Man hat ein bisschen gehört, dass das nicht ganz mit der Absicht von Sebastian Kurz im Einklang war. Aber gut, man hat sich darauf verständigt und jetzt ist es so, verimpft wird dieser Impfstoff in Österreich nur mit einer europäischen Zulassung. Und da hat das Zulassungsverfahren meines Wissens gerade erst begonnen. Das hängt aber eigentlich nicht mit der EMA zusammen, sondern mit der Frage, wann hat Russland bei der EMA beantragt, diesen Impfstoff zuzulassen. Und mittlerweile gibt es ja auch sehr beunruhigende wissenschaftliche Berichte über die Wirksamkeit dieses Impfstoffs. Das Träger-Adenovirus soll noch aktiv sein, heißt es da. Und damit sagen Wissenschaftler, eine ziemliche Schlamperei bei der Erzeugung dieses Impfstoffs möglicherweise passiert sein. Also ob die Sehnsucht nach Sputnik V derzeit gerade noch so groß ist, wo die Impfstofflieferungen von anderen Produzenten mittlerweile einigermaßen klaglos verlaufen, das darf man sich auch fragen.